Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start und ihr kennt es vielleicht schon an den Feldern hier. Wir sind heute auf Mississippi unterwegs und heute mit dem guten alten Luftgewehr, was ich eingepackt. Vasquez Cyclone natürlich am Start, Moradi und Flint auch noch dabei für den Notfall. Aber viele Tiere können wir hier in Mississippi auf jeden Fall mit dem Luftgewehr schießen. Sprich, die Waschbären natürlich Klasse 2, die Graufüchse Klasse 2, die Schweine Klasse 4, genauso wie die Weißwedel. Also hier haben wir auf jeden Fall einiges, was wir schießen können. Und gerade wenn wir hier so durch die Gegend streifen, dann werden wir hoffentlich das eine oder andere Tier finden. Denn zum Beispiel ruft schon ein Waschbär nach mir. Vielleicht der erste Kandidat, den wir schießen können. Waschbär haben wir nicht gesehen, müsste aber irgendwo noch hier in der Gegend sein. Ich habe auch hier eine Menge anderer Waschbären noch gehört. Aber das erste, was wir sehen, ist tatsächlich ein Graufuchs, der da anscheinend am Ruhen ist. In guten 70 Meter Entfernung. Damit natürlich für die Vasquez auf jeden Fall in Schussdistanz. Die Frage ist halt nur, ob wir den da im Liegen treffen. Ne? Weil wir haben ja logischerweise jetzt nicht so den Mega-Durchschlag. Ich glaube, 27er Durchschlag, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich weiß ja gar nicht, wie rum der da liegt. Also ich glaube, der Tier der Kopf ist, ja, aber liegt er da mit dem Rücken zu mir oder mit dem Bauch? Und kommen wir in die Lunge oder kommen wir nicht in die Lunge? Boah, ich habe gar nicht getroffen. Hat? Hat? Drei Schüsse alle daneben, einer in den Baum rein. What the fuck? War der so viel näher, als ich dachte? Also klar, ich habe den auf 70 geschätzt jetzt. Ich werde auch auf 50 schießen können, um ehrlich zu sein, aber okay. Da dachte ich auch, dass der wesentlich besser trifft. Das war wohl schon mal nix. Da vorne aber einen Waschbär. Kennt ihr den Waschbär? Ist auch schon alarmiert. Alter, ich treffe die aber auch einfach gar nicht, ne? Jetzt habe ich ihn getroffen. Also da war ich auch wieder ein bisschen überhastet, weil er natürlich schon wieder auf der Flucht war. Gerade schon hier ein männlicher, der mir abgesprungen ist. Ich weiß auch nicht, haben die noch Fraßer? Weil die alle gefühlt aus den Feldern rauskommen. Ich dachte eigentlich, dass die Ruhezeit haben, aber die scheinen noch am Fressen zu sein. Aber den Waschbär haben wir zumindest erlegt und damit den ersten hier mit dem Luftgewehr heute erwischen können. Wenn wir auch den Graufuchs als erstes da nicht getroffen haben. Dafür dann jetzt hier den weiblichen Waschbär. Nicht tödlicher Treffer, zumindest noch in den Darm hinein, würde ich sagen. So sieht's aus. Wir sehen was. Und wir haben den erwischt. Boah, der halt auch in Albino wäre auch geil, ne? Der fehlt mir auch noch, ey. So, ich glaube, ich habe noch schon mal auch selten einen Waschbär geschossen. Also ein Dia, ja. Aber ich glaube, wir haben keinen Gescheckten, kein Albino, kein gar nichts, ne? Da wäre natürlich auch geil. Schöne Trophäen auf jeden Fall, diese Rare-Waschbären. Zumindest Albino. Der Gescheckte geht so, sieht ein bisschen aus wie der Normale, um ehrlich zu sein. Gucken wir jetzt hier den nächsten, finde ich. Ich habe gerade einen Warnhof bekommen, hier 100 Meter irgendwo in die Richtung nach vorne. Ich weiß aber nicht, ob er noch im Feld hier links gesessen hat oder halt schon außerhalb. Aber wir haben auf jeden Fall hier eine Straße. Und diese Straße ist natürlich häufig ein gutes Sichtfeld, um die Waschbären ausfindig zu machen. Ich sehe jetzt hier aber keine, deshalb würde ich sagen, platziere ich hier erstmal gerade meinen Caller. Und guck mal, ob wir da ein Angellock bekommen. Denn vielleicht haben wir den hier dann die Möglichkeit, auf die Straße zu callen. Je nachdem, wo der gestanden hat. Kollege, ich habe schon einen Warnhof bekommen, also wird er auf jeden Fall nervös sein. Und vielleicht nicht mehr so krass auf den Caller hier reagieren. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall erstmal wert, bevor wir dann weiterziehen. Wir können hier vorne nochmal die Fährte abchecken. Auch das scheint eine Waschbärfährte zu sein, von der Größe der Losung her. Hund, hörst du irgendwas? Ja, hier, ja, wir sehen es hier. Frische Waschbärlosung. Und das ist die Frage, in welche Richtung gelaufen ist, ob der nach hinten gelaufen ist oder von da hinten kam. Aber auf jeden Fall muss der hier noch in der Nähe sein Unwesen treiben. Ah, da ganz hinten, dann sehen wir einen ziehen. Tatsächlich auf der Straße, aber der ist, glaube ich, sogar außerhalb der Call Range, oder? Würde ich so behaupten. Der ist jetzt 240 Meter entfernt. Können wir nicht mal spotten. Oh, das sind sogar zwei, die jetzt da drüber ziehen. Ja, gut, aber die jetzt mit Luftgewehr zu treffen, ist ja quasi nicht denkbar. Ich kann es auch halt wirklich nicht spotten. Wir bräuchten halt schon. Ah, siehst du, da ist nämlich der andere. Der ist auch nicht so weit. Der ist halt hier im Busch drin. Das ist wahrscheinlich der, von dem wir gerade die Losung hier gefunden haben. Aber wir versuchen jetzt, glaube ich, erstmal hier auf die Beine zu fokussieren.
Ist aber auch schon nervös halt. Und zieht halt nach hinten weg, ne? Also, ich krieg die halt wahrscheinlich nicht eingeholt. Und er zieht jetzt auch vorne rechts weg. Also wenn, dann krieg ich noch am ehesten... Oh, da kommt noch einer raus. Das ist eine richtige Waschbär-Party hier. Alter, da sind einfach drei Stück auf der Straße, aber... Luftgewehr können wir maximal 100 Meter nullen. Ich würde vielleicht 120 treffen oder so, aber... Ja, vielmehr auch nicht. Eine 160 ist er weg, er hinten ist 195 weg. Vielleicht können wir jetzt versuchen, hier den Caller zu platzieren und zu gucken, wie die reagieren. Vielleicht kriegen wir einen von den beiden tatsächlich zurückgecallt. In unsere Richtung. Auch wenn sie nervös sind, aber... Na, sieht eher nicht so aus, ne? Bisher reagieren die auf jeden Fall nicht. Da ganz hinten kommt sogar noch einer raus. Da sehen wir noch den Rücken von dem vierten Waschbär. Also hier sind fünf Waschbären in der Nähe. Aber er zieht einfach weiter. Und er hier bleibt jetzt erstmal stehen, aber... Bringt mir natürlich herzlich wenig. Oh, er dreht sich aber, oder? Kommt er zu mir? Warte mal. Nee, geht weg, ne? Okay. Geht auch weg, 150 Meter. Bitte meinen Caller hier aufsammeln. Hallo? Hallo? Caller? Hallo? Ich würde dich gerne mitnehmen. Aber es geht nicht. Hallo? Ich habe keine Zeit jetzt dafür. Warte, ich versuche erst was anderes zu callen. Dann nochmal auf Waschbär umschalten. Da hilft ja auch meistens. Aber kann ich den scheiß Caller nicht mehr zulegen? Ah, da geht's gerade. Guck mal kurz. Ja, der zieht weiter, ne? Okay, scheiß drauf. Wir müssen jetzt hier irgendwie die letzten Meter closen. 150, ist das die erste Dings hier? Warum hab ich den getroffen, Alter? Gar nicht. Keine Chance, ey. Ich weiß nicht, die Kugeln, die droppen aber komisch, ne? Die schlagen halt quasi in den Füßen ein, aber ich treffe sie da nicht. Also die 150 Meter da, keine Chance. Aber hier vorne, da kommt einer raus. Da kommt einer raus. Oh, aber trefft in meinem Laufen mit dem Luftgewehr, ey. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Wie kann man da mit dem Luftgewehr im Laufen schießen? Das geht da überhaupt nicht. Aber viele Waschbären hier sind nicht. Hier ist da wirklich alles voll. Und da hinten ist natürlich noch einer, da hinten noch einer. Da, ey, Junge. Also ich bräuchte eine Flinte, ey. Ich hab eine Flinte. Ich hab eine, fällt mir gerade ein. Ja, wirklich, keine Chance, ne? Also wir können jetzt hier versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. Aber das ist ja hier Katastrophe mit dem Luftgewehr, die jetzt da zu treffen. Und wo wir sie alle quasi eigentlich vor der Nase haben, ne? Geil ist natürlich, diese Run-and-Gun-Taktik funktioniert bei diesen Waschbären eigentlich ganz gut. Halt nicht aus der Distanz jetzt hier, die wir hier haben. Auch da noch einer im Busch wahrscheinlich. Ah, ne, ist ein Waldkaninchen, was wir da noch erleben. Aber der da ist noch auf der Straße. Der ist zwar nervös. Ah, vielleicht haben wir Glück, dass wir an denen jetzt hier noch... Oh ne, ich will nicht sprinten. Dass wir an denen jetzt hier vielleicht noch nah genug ranbekommen. Bevor der... Oh, da ist auch noch einer. Ja. Also wir treiben die vor uns her, die Waschbären. Auch da jetzt im Busch einer drin irgendwo auf 80 bis 100 Meter. Also auf jeden Fall in Schussdistanz sogar. Aber jetzt finden die halt mal da, ne? Oh, da ist er sogar tatsächlich. Treffen wir den wenigstens auf der Flucht. Nein, er springt auch raus. Also, auch der wird nix. Oh, er hier. Guck mal, wie weit ist er weg? Ja, ohne Witz, ey, keine Chance, die wirklich zu treffen, ne? Es ist wirklich ein Trauerspiel, mit diesem Luftgewehr diese Waschbären zu treffen. Weil die halt so klein sind. Hier ist das Wasser, ey. 120 Meter. Richtet sich nochmal auf. Ja, den haben wir mal erwischt. Da hinten rennt noch einer. Gut, den werden wir nicht treffen da hinten. Der ist zu weit weg. Aber wenigstens ihn hier haben wir anscheinend getroffen. Wenn auch offensichtlich gut. Ich hoffe, das reicht dann. Wenn wir da Muskel treffen, droppt auf jeden Fall 75%. Da hinten läuft auch noch einer über die Straße. Ey, ich bin umzingelt von Waschbären, aber ich kriege gefühlt keinen einzigen getötet. Weil ich die einfach nicht treffe. Auch der jetzt hier 100 Meter, aber wie muss ich da vorhalten, dass ich den erwische? Ja, okay, auch den haben wir. Oh, Alter, guck mal, den habe ich gelegt direkt mit dem Luftgewehr. Direkt gelegt, jetzt bin ich drauf hier. Jetzt bin ich drauf, jetzt habe ich sie doch, ey. Alter, das ist am Fressen, das ist das erste Mal, dass ich einen sehe, dass der am Fressen ist Hallo?
Ja, das ist das erste Mal, dass ich einen an diesen Müllcontainern fressen sehe tatsächlich, oder? Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ja die absolute Premiere. Guck mal, es klettert ja da runter. Das ist ja die absolute Premiere in Call of the Wild, dass man den tatsächlich da mal fressen sieht. Das kann ich bisher nur zum Trailer, also zum Trailer, wo die Waschbär damals vorgestellt haben, da war das ja auch so, dass der dann da an diesen Mülleimer da fressen konnte und es wurde auch immer gesagt, dass der das tatsächlich kann, aber ich habe es nie gesehen tatsächlich. Und jetzt habe ich das erstmal tatsächlich gesehen, dass der da wirklich an so einem Container frisst. Das ist ja geil. Das ist ja schon wieder geil, dass wir das mal gesehen haben. Was nicht so geil ist, ist, dass mir gleich die Munition ausgeht. Hab nur einen neuen Schuss. Ich bin so wahnsinnig in der Luft rumballern sollen, aber man will's machen, ne? Immerhin haben wir hier noch, ich glaube, wir müssen doch mindestens 3 haben, oder? Also den haben wir erlegt hier und die anderen beiden haben wir, glaube ich, auch getroffen. Keine Organe getroffen, also hier noch ein Treffer. Hier ist erstmal der hier, Gold sogar. Mit einem schönen Lungentreffer erlegt. Also wenn wir treffen, dann liegen die auch tatsächlich. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir dann noch die anderen Fährten, die wir verfolgen können. Denn 2 meiner Waschbären sind ja hier angeschossen ins Feld gelaufen. Und die liegen dann hier auch kurze Zeit später im Wald verendet, die beiden. Also einmal den hier in, gut, Bronze natürlich nur, wenn wir den verschossen haben. Aber macht nichts an den anderen da hinten. Den haben wir auch erwischt. Also ein paar Startschwierigkeiten hier mit den Schüssen. Aber am Ende haben wir nämlich so ein paar da aus dieser ganzen Gruppe und Sammlung getroffen. Wirklich so schwer zu treffen, weil die einfach so klein und kompakt sind. Dann in der Bewegung natürlich Kugel relativ langsam. Da muss man eigentlich schon im Ruhen dann schießen und dann halt im besten Fall wirklich in Schuss dann erstmal kommen natürlich. Das ist ja bei den Waschbären auch nicht so leicht, weil man so häufig auch nicht sieht. Man sieht die häufig aus großer Entfernung, weil da halt das Gras nicht so richtig gerendert ist. Aber sobald die dann näher kommen, sind sie einfach auch schwer zu entdecken, weil man nicht so die Sicht auf den Bodenbereich hat. Wir können auf jeden Fall mal hier einen kurzen Zwischenstopp an dem Hochsitz machen. Denn wir haben auf jeden Fall Fährten auf der Wiese, die, glaube ich, auch vom Waschbär stammen dürften. Sprich, in der Region sind auf jeden Fall welche, aber weiß ja nicht, wie nah die sind, ob die jetzt in Call-Distanz sich aufhalten. Trotzdem würde ich sagen, machen wir hier mal kurz einen Zwischenhalt. So, Fährte sogar sehr frisch hier. Also, durchaus möglich. Ja, guck mal, da ist nämlich schon einer auf der Flucht, ne? Ja. So ist es. Er war nämlich noch richtig nah. Können wir mal gucken, ob wir hier den Waschbär mal eben anlocken können. Und wir geben denen mal ein paar Minuten, ob die rankommen. Denn da vorne haben wir auch noch eine Fährte gehabt, glaube ich, irgendwo. Nicht nur die aktive jetzt hier, sondern noch eine zweite. Also vielleicht sogar 2, 3 Waschbären hier in der Gegend. Wir sind nicht so weit entfernt von der Stelle, wo wir gerade so viele Waschbären hatten. Und wenn ich dann auch mal gucken, ob wir was anderes anlocken können. Aber erstmal versuchen wir jetzt hier. Und vorhin bin ich gekommen, richtig? Das heißt, der Waschbär, der gerade geflohen ist, war hier hinten. Ey, das ist ja echt blöd hier mit den Scheiben. Kann man die irgendwie öffnen? Hey, ist auch eine Scheibe vorne drin, oder? Ist die Nebel? Nee, ne? Hier ist keine Scheibe, ist nur der Nebel. Nur hinten ist die Scheibe. Also hinten raus können wir nicht schießen, wenn da einer kommt. Aber wir können auf jeden Fall hier die Augen offen halten. Nee, verlassen will ich nicht. Vor allem, wenn ich hier spotte, verlasse ich hier bestimmt aus Versehen hier den Hochsitz, ne? Aber gut, im besten Fall kommen die eh von den Seiten, wo wir sie schießen können. Ich glaube, hier kann ich noch 10 Stunden sitzen bleiben. Hier kommt gar nichts vorbei. Jetzt hier kam 10 Minuten, viele Stunde gewartet mit meinem Caller, aber kein Waschbär, der sich hier in der Nähe aufhält. Also entweder ist er nervös gewesen, haben wir gesehen, dass sie dann halt nicht reagieren, weil der ja schon abgesprungen ist, der eine. Oder die war einfach schon weit genug weg. Also brechen wir weiter auf und gehen hier weiter unseres Weges weg vom Hochsitz. Denn das macht ja keinen Sinn, ne? Wenn wir da Ewigkeiten warten und nichts kommt, ist das auch verschwendete Zeit. Noch einen Waschbär-Warnruf. 40 bis 50 Meter. Aber ich sehe ihn halt nicht, ne? Ich sehe halt nicht, wo er ist. Das ist halt hier schon irgend so eine Senke, aber das ist eine Straße. Also im besten Fall sehe ich ihn halt, wenn er wegrennt, wa? Ich kann jetzt hier nur nach vorne gehen und hoffen, dass wir den dann irgendwie sehen und treffen vor allen Dingen. Ja, da ist irgendeine Fährte. Da steht er.
Da steht er tatsächlich. Dann können wir ihn noch mitnehmen. Nehme ich gerade hier weiter und ich habe den irgendwo da hinten aus dem Wald rufen hören, habe den versucht anzulocken. Was doch offensichtlich geklappt hat, aber ich habe ihn nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. Also eigentlich hätte er den Hügel runterkommen müssen. Da kam aber nicht oder hat sich irgendwie vorbeigeschlichen. Denn er ist hier. Immerhin nochmal ein blonder Waschbär. Aus 32 Metern natürlich sogar doppelter Lungentreffer bei dem Waschbär. Da vorne sehen wir sogar noch den Hochsitz, wo ich gerade erst gejagt habe. Also hier war sogar einer in der Nähe, in dem Waldbereich, den ich da dann eben leider nicht gesehen hatte. Aber den sitzt noch ein Bär. Guck mal an. Aber der ist noch relativ weit weg. Den können wir vielleicht noch schießen. Müssten wir aber dann mit der Moradi logischerweise machen. Klasse 7. Aber da müssen wir erstmal jetzt dann auch in die nötige Schussdistanz. Der Wind steht ein bisschen drauf, aber ich denke, die 150 Meter, die müssten wir eigentlich hinkriegen. Ist halt die Frage, ob da irgendwas wieder im Weg ist, ne? Bisschen schwer zu erkennen, wenn die da so ein bisschen im Wald drin sitzen, ob da jetzt irgendein Ast im Weg ist, irgendein Busch im Weg ist oder sonst was und vor allem, wie weit er noch weg ist. Wir müssten mal eben vielleicht entspotten. Ist das ein Wort? Ja, ne? Hab ich ganz selber erfunden. Dann spotten wir ihn nochmal, dann sehen wir, okay, aber das ist die normale Nullung dann hier, oder? 212 ungefähr. Auf jeden Fall ist er noch über 200 Meter. Oh, guck mal, hier ist sogar so eine kleine Lücke, die wir da haben. Das heißt, wenn ich hier auf den Hügel komme, dass wir ihn dann vielleicht sogar in einer guten Schussdistanz frei sehen und wir unseren Schuss antragen können. Aber den Hügel brauchen wir auch, denn hier sehe ich jetzt erstmal gar nichts. Müsste aber jetzt hier besser werden. Ja, oder auch nicht. Doch, da vorne sitzt er. 140 Meter. Dafür haben wir die Moradi natürlich mitgenommen. Ja, ich hoffe jetzt, dass der frei sitzt, ne? Ja. Haben wir getroffen. Haben wir auch gut getroffen. Der droppt, wird jetzt auf die Straße laufen und wird dann sogar auf der Straße wahrscheinlich verenden. Ja, jetzt gerade so auf der Straßenseite geschafft und damit hier nicht nur einen Waschbär, sondern auch nur noch einen normalen Bär geschossen. Heute hier richtige Bärenfolge. Heißen Waschbären eigentlich nur Waschbären? Die sind nicht mit Bären verwandt, oder? Mit was sind die verwandt, so ein Waschbär? Mit so einem Marder? Ist das eine Marderart? Oder ist das eine eigene Art? Ich kann mir vorstellen, es ist eine Marderart. Ich müsste jetzt selber googeln, um ehrlich zu sein. Zu was die Waschbären wohl gehören, wa? Wahrscheinlich eher zum Marder als zum Fuchs, ne? Ein Fuchs ist ein Hundeartiger, ist ein Waschbär auch ein Hundeartiger? Boah, Marder vielleicht auch, ne? Aber Marder, weiß ich auch nicht. Biologie, Alter. Oh, einfach 6. So, aber dafür haben wir unseren Schwarzbär. Der gehört nämlich zu den Bären. Hier sehen wir Moradi, doppelter Lungentreffer. Kein Problem. Und damit mit dem größten Bär heute. Wenn auch vielleicht nicht mit der höchsten Wertung, können wir die Folge auf jeden Fall beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.